Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Entgegen den Darstellungen des Kollegen Lander ist heute ein guter Tag für die saarländische Polizei. Es ist ein guter Tag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Denn gemeinsam mit unserem Koalitionspartner werden wir heute zwei moderne und zukunftsweisende Polizeigesetze auf den Weg bringen. Auf der einen Seite sozusagen, ich blicke mal rüber zum Kollegen Eugen Roth, eine Überarbeitung des bestehenden saarländischen Polizeigesetzes, des SPOLG, und auf der anderen Seite die Neuschaffung eines Polizeidatenverarbeitungsgesetzes. Ich will auch nicht rasten und nicht ruhen, Herr Kollege Lander. Ich will direkt zu Beginn meiner Rede um eine breite Zustimmung für dieses Gesetz werben. Denn wo man bei Ihren Ausführungen wirklich ein falsches Bild bekommt, ist, dass es uns genau darum geht, das Spannungsfeld zwischen Freiheit, zwischen Sicherheit und zwischen Datenschutz bestmöglich in Einklang zu bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist unser Anliegen mit den heutigen Gesetzentwürfen. Ich glaube, es ist aber wirklich bedeutsam, dass wir heute in dieser Debatte zu dem wichtigen Polizeigesetz auch noch mal die unterschiedlichen Positionen der Parteien und der Fraktionen in diesem Hohen Haus herausarbeiten und aufzeigen, wofür eben diese große Koalition steht, wofür wir als CDU-Landtagsfraktion stehen und wofür dann die Opposition, die Linksfraktion, entsprechend steht. Und Herr Kollege Lander, deswegen blicke ich auch direkt rüber zu Ihnen. Ihren Ausführungen konnte man eben sehr, sehr gut entnehmen, dass Ihr Verhältnis zur Polizei oder zu unseren Sicherheitsbehörden insgesamt von Misstrauen geprägt ist. Wenn es nach Ihnen ginge, dann würden Sie am liebsten den Verfassungsschutz abschaffen und Sie würden unsere Polizei gerne mit Befugnissen ausstatten, die, sage ich mal, anno Tobak sind, die aus dem vergangenen Jahrhundert stammen. Wo das hinführen kann, da braucht man einfach nur mal den Blick Richtung Berlin zu richten. Dort ist ja eine rot-rot-grüne Regierung, der rot-rot-grüne Senat am Ruder. Und will noch mal erwähnen, vor mehreren Monaten war ja das Thema Antidiskriminierungsgesetz auch in aller Munde. Und da sieht man eben genau, wo das entsprechend hinführen kann. Dort ist die Beweislast umgekehrt worden. Dort werden unsere Beamtinnen und Beamten unter einen Generalverdacht gestellt. Und ich sage in aller Klarheit von Seiten der CDU-Landtagsfraktion, sowas wird es mit uns nicht geben. Und ich will auch in aller Offenheit sagen, den Ausführungen des Kollegen Lander kann man in meinen Augen klar entnehmen, dass es der Linksfraktion anscheinend nicht um ein Miteinander, um ein gemeinsames Arbeiten mit unserer Polizei geht, sondern dass sich die Linksfraktion gegen unsere Polizei entsprechend stellt. Und das finde ich sehr verwerflich, denn unserer Polizei geht es nur darum, unseren Rechtsstaat tagtäglich durchzusetzen. Insoweit wird ja ein völlig ideologisch falsches Bild in der Öffentlichkeit von unseren Sicherheitsbehörden von der Linksfraktion dargelegt. Und deswegen müssen wir uns auch als CDU-Fraktion in aller Deutlichkeit davon distanzieren. Wir stehen nämlich an der Seite unserer Polizei, wir stehen an der Seite unserer Sicherheitsbehörden, die tagtäglich einen ganz, ganz wertvollen Dienst für unsere Demokratie, für unseren Rechtsstaat leisten. Und deswegen haben sie unsere Anerkennung, unsere Solidarität verdient. Möchte an dieser Stelle auch den Beamtinnen und Beamten, die tagtäglich im Einsatz sind, ein herzliches Wort des Dankes sagen und will unser Bild aufzeigen, dass wir von der Polizei haben. Die Polizei ist nämlich unser Freund und unser Helfer. Das ist ein entscheidender Unterschied im Gegensatz zur Linksfraktion. Und deswegen möchte ich den auch noch mal in dieser Deutlichkeit darlegen. Mit dem heutigen Artikelgesetz setzen wir tatsächlich nahezu alle Vereinbarungen aus dem bestehenden Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU um. Und ich sage deswegen auch tatsächlich, dass wir als CDU-Landtagsfraktion am heutigen Tag besonders froh sind, weil natürlich zentrale Forderungen, zentrale Positionen unserer Partei, meiner Partei umgesetzt werden. Kern-DNA christdemokratischer Politik ist es nämlich, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einzutreten. Und da kommen wir mit dem heutigen Gesetz ein gutes Stück nach vorne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will in diesem Zusammenhang aber auch noch mal deutlich machen, wofür die Koalition in den vergangenen Jahren, insbesondere unser Innenminister Klaus Bouillon, gemeinsam mit uns
eingetreten ist, welche unterschiedlichen Säulen in der Sicherheitsarchitektur unseres Landes entsprechend gestärkt wurden. Das ist die erste Säule, das Thema Personal. Und Herr Minister, dafür zunächst mal ein herzliches Wort des Dankes. Er hat nämlich alleine in den 3 vor uns liegenden Jahren, also ab 2020 bis 2022, wird er 420 Anwärterinnen und Anwärter einstellen. Vom Zeitraum 2015 bis 2022 reden wir über nahezu 1000 Neueinstellungen. Das muss man sich tatsächlich mal vor Augen führen. Und dann, Herr Kollege Lafontaine, jetzt blicke ich mal zu Ihnen. Wie hat denn das ausgesehen unter einer Regierungszeit von Oskar Lafontaine? 1985 bis 1999, ich nenne Ihnen gerne die statistischen Zahlen, dort wurden pro Jahr durchschnittlich 38 Polizistinnen und Polizisten eingestellt. Und Klammer auf, es gab auch 2 Jahre, nämlich 1993 und 1995, wo es Nullrunden gab. Wie sieht das Ganze aus bei einer Zeit unter einer CDU-geführten Landesregierung? In dem Zeitraum 2000 bis 2020 wurden pro Jahr sage und schreibe 99 Polizistinnen und Polizisten durchschnittlich pro Jahr eingestellt. Ich glaube, die Fakten, die Statistik spricht hier für sich und ich brauche nicht ergänzend noch zu erwähnen, dass daneben weitere Schwerpunkte im Polizeibereich gesetzt wurden. Wir haben nämlich einen polizeilichen Ordnungsdienst eingerichtet und zahlreiche Ermittlungshelfer eingestellt. Ich komme zur zweiten Säule unserer Sicherheitsarchitektur. Das betrifft die Ausstattung und die Ausrüstung unserer Beamtinnen und Beamten. Und leider Gottes muss man ja sagen, dass wirklich in den vergangenen Monaten das Thema Gewalt gegen Polizeibeamte noch mal sehr negativ in den Fokus gerückt ist. Die Gewalt gegen unsere Beamten nimmt leider immer mehr zu. Und deswegen müssen wir natürlich da an der Seite unserer Beamten stehen und sie bestmöglich ausstatten. Ich will in dem Zusammenhang auch erwähnen, dass es ja leider Gottes am vergangenen Wochenende sogar in Savellingen nochmal einen Vorfall gegeben hat. Dort wurde bei einer Geburtstagsfeier leider Gottes kam es dort auch zu Auseinandersetzungen. Da wurde einer Polizistin mehrfach ins Gesicht geschlagen und sie musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Deswegen auch die besten Genesungswünsche von dieser Stelle an die Kollegin. Und das zeigt eigentlich, dass wir dort auch, dass jeder Euro, den wir in den Bereich Ausrüstung und Personal investieren, dass das gut investiertes Geld ist. Und deswegen, Herr Minister, auch noch mal da ein herzliches Dankeschön. Der Finanzminister hat eben uns die Zahlen noch mal dargelegt. Wir werden auch im Bereich Personal und Ausstattung in den nächsten 3 Jahren fast 50 Millionen Euro investieren. Ich glaube, auch diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Jetzt komme ich aber zur dritten Säule unserer Sicherheitsarchitektur. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das betrifft uns alle. Hier sind wir nämlich als Landesgesetzgeber gefordert, wenn es darum geht, die gesetzlichen Grundlagen, die gesetzlichen Befugnisse unserer Polizei zu regeln. Und ich glaube, da ist es ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir eben unsere Polizei mit einem Rechtsrahmen versehen, der sie in die Lage versetzt, der organisierten Kriminalität, der Schwerstkriminalität auf Augenhöhe begegnen zu können. Und deswegen möchte ich beispielhaft nur einige wenige Neuregelungen noch mal erwähnen. Das eine ist schon genannt worden, das sogenannte Durchsetzungsgewahrsam. Hier ziehen wir jetzt mit 14 anderen Bundesländern gleich und geben unserer Polizei neues Befugnis an die Hand, damit auch Platzverweise und Aufenthaltsverbote ordentlich durchgesetzt werden können. Auch das Thema Videoüberwachung an öffentlichen Orten und bei Großveranstaltungen regeln wir neu, sowie die automatische Kennzeichenerfassung und dann natürlich auch der ganz wichtige Punkt Bodycam-Einsatz in Wohnungen. Der Kollege Lander hat dazu schon ausgeführt, hat aber geflissentlich verschwiegen, dass natürlich dort auch die Datenweiterverarbeitung, die steht ganz klar unter einem Richtervorbehalt. Weiterhin regeln wir auch neu den Einsatz von Fußfesseln. Das ist wichtig bei der Überwachung auch von Schwerstkriminellen und von Terroristen. Möchte auch hier nochmal deutlich machen, auch hier gilt der Richtervorbehalt. Gehe weiter zur Quellen-TKÜ. Auch ein ganz wichtiger Punkt, dass eben verschlüsselte Nachrichten in Messenger-Diensten überwacht und nachvollzogen werden können. Und, Herr Kollege Lafontaine, wie könnte es anders sein? Was gilt? Genau, der Richtervorbehalt. Gleiches bei der Online-Durchsuchung, wo es auch darum geht, Festplatten und Server von Schwerstkriminellen durchsuchen zu können. Herr Kollege Lafontaine, was gilt? Genau, der Richtervorbehalt. Also man sieht,
Herr Lafontaine, dass hier von Ihrer Fraktion in meinen Augen wirklich ein falsches Bild gezeichnet wird. Will vielleicht in dem Zusammenhang auch noch mal erwähnen, Sie haben in den letzten Tagen Kritik aus Ihren eigenen Reihen, auch bundesweit, mit Blick auf Ihr Umdenken in der Migrationspolitik geerntet. Ich muss sagen, Chapeau, Herr Kollege, dass Sie diese deutlichen Worte dort auch gefunden haben. Und man könnte ja fast den Eindruck erlangen, dass die Linksfraktion hier im Saarland ihre ideologische Brille abzulegen scheint, ich betone scheint, und möglicherweise Realpolitik betreiben möchte. Und wir bringen ja heute zwei wichtige Polizeigesetze auf den Weg. Und Herr Kollege Lafontaine, deswegen lade ich Sie ganz, ganz herzlich ein, heute Realpolitik gemeinsam mit uns umzusetzen, die Polizei mit ordentlichen Befugnissen auszustatten. Das natürlich auf dem Boden unserer Verfassung. Dazu vorab die herzliche Einladung. Ja, auf der anderen Seite habe ich da natürlich so die ein oder anderen Bedenken, wenn ich zum Kollegen Lander rüberblicke. Und bei seinen Ausführungen, da kann man wirklich ganz schnell immer den Eindruck gewinnen, weil er sozusagen ein düsteres Bild unserer Polizei zeichnet. Und man könnte ja fast meinen, dass in seinen Augen die Bösewichte unsere Polizisten sind, die ja viel zu viele Befugnisse haben und die in völlig unverhältnismäßiger Art und Weise ständig in die Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger eingreifen. Diesen Eindruck könnte man fast gewinnen. Aber ich habe mir eben noch mal deutlich dargelegt, dass in zentralen Punkten, wo es eben um die Einschränkung von Grundrechten geht, dass dort der Richtervorbehalt gilt und dass deswegen die Auffassung der Linksfraktion auch zurückzuweisen sind. Für uns als CDU ist es aber noch mal wichtig, oder ein ganz zentraler Punkt, darauf einzugehen, dass Freiheit und Sicherheit zwei elementare Grundbedürfnisse der Menschen sind. Es sind zwei Seiten der gleichen Medaille, die sich nicht widerstreitend gegenüberstehen, sondern die sich gegeneinander vielmehr bedingen. Und es ist wichtig, noch mal zu betonen, dass wenn wir über das Thema Gewaltmonopol des Staates reden, dann muss man auch darüber reden, dass dann auch für den Staat daraus die Verpflichtung entsteht, die Freiheit und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Der Staat nämlich, Herr Kollege Lafontaine, der sich nicht gegen seine Feinde verteidigt, der verspielt die Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger. Und wer die Sicherheit vernachlässigt, der setzt die Akzeptanz des Staates auf das Spiel. Und das kann man nicht akzeptieren. Ich will in dem Zusammenhang auch gerne noch mal aus unserem Grundsatzprogramm der Union zitieren. Dort steht nämlich, Herr Kollege Lafontaine, sehr, sehr viel Wahres drin. Eine wehrhafte Demokratie muss es ihren staatlichen Organen erlauben, im Rahmen festgelegter Grenzen zur Kriminalitätsbekämpfung notwendige Technik zu nutzen und sich die hierfür notwendigen Informationen zu beschaffen. Datenschutzinteressen sind mit den Interessen einer wirksamen Kriminalitätsbekämpfung in Einklang zu bringen. Und jetzt kommt das Entscheidende, Herr Kollege Lafontaine. Datenschutz darf aber nicht zum Täterschutz werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat nach den schlimmen und zu verabscheuenden terroristischen Anschlägen im Nachgang zum 11. September dort quasi auch umgedacht. Zitiere hier auch gern aus einem Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung von Professor Dr. Erhardt, der gesagt hat, dass auch das Bundesverfassungsgericht jetzt anerkennt, dass das Polizeirecht jeweils nach den Erkenntnissen neuartiger Gefährdungs- und Bedrohungssituationen fortzuentwickeln ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem heutigen Gesetzentwurf wollen wir genau das tun. Wir wollen also, dass die wichtige Balance zwischen Freiheit, Sicherheit und Datenschutz neu austarieren und sind wirklich der Auffassung, dass wir da auch einen guten Gesetzentwurf Ihnen vorlegen. Am
Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende meiner Ausführungen ist mir ein Punkt noch besonders wichtig. Ich möchte ein herzliches Wort des Dankes an unseren Koalitionspartner, an die SPD, sagen. Wir sind uns durchaus bewusst, dass die ein oder andere Regelung nicht ganz einfach für unseren Koalitionspartner gewesen ist. Aber ich glaube, Herr Kollege Kommersson, mit dem Abänderungsantrag oder mit den beiden Abänderungsanträgen haben wir noch mal am bestehenden Gesetzentwurf nachgeschärft, wichtige Änderungen dort gemeinsam auf den Weg gebracht. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass mit diesen Abänderungsanträgen wir insgesamt ein Gesetz präsentieren, das verfassungskonform ist, das unserer Polizei einen wichtigen Rechtsrahmen an die Hand gibt. Und dafür mein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Dabei will ich es belassen. Bitte um Zustimmung zum Gesetzentwurf und zu den beiden Abänderungsanträgen und sagen herzliches Dankeschön an die Polizei. Danke.